den Tagesordnungspunkt 2, Fragestunde. Und da gibt es eine Meldung zur Geschäftsordnung. Herr Kollege Zillig, bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich beantrage namens meiner Fraktion die Herbeirufung des regierenden Bürgermeisters zu dieser Fragestunde entsprechend § 84 der Geschäftsordnung. Ich möchte das begründen. Ich halte es in der Tat für notwendig, dass der regierende Bürgermeister in dieser Fragestunde diesem Parlament Rede und Antwort steht zu den Vorwürfen, die erhoben worden sind, dass in der Senatskanzlei Aufträge unter Genossen hin und her gemauschelt worden sind. Sie werden einwenden dagegen, dass die Entschuldigung, in der Tat, der regierende Bürgermeister ist als entschuldigt gemeldet, des regierenden Bürgermeisters im Ältestenrat akzeptiert worden ist. Zu diesem Zeitpunkt waren diese Vorwürfe nicht in der Welt. Deswegen hatten wir auch keinen Anlass, diese Entschuldigung nicht zu akzeptieren. Sie werden einwenden, dass auch in der Geschäftsführerrunde, obwohl dort diese Vorwürfe bekannt geworden sind oder hätten bekannt sein können, gegen diese Entschuldigung kein Einwand erhoben worden ist. Ich hätte zu diesem Zeitpunkt gestern früh auch nicht erwartet und mir nicht vorstellen können, dass die Koalition eine Aufklärung dieser Vorwürfe gestern im Hauptausschuss, wo es angemessen gewesen wäre, verweigert. Deswegen müssen die Vorwürfe hier aufgeklärt werden. Und Sie werden dagegen einwenden, dass in der Fragestunde es im alleinigen Recht des Senats liegt, zu entscheiden, wer auf eine solche Frage antwortet. Das ist richtig. Aber die Fragen, die Vorwürfe, um die es hier geht, sind der Natur der Sache nach allein durch den regierenden Bürgermeister zu beantworten. Denn es geht um den Vorwurf, es geht um die Frage, warum wurde das Parlament nicht wie vorgeschrieben vor einer Auftragsvergabe informiert? Es geht um die Frage, welche Vertragsverhältnisse bestehen zwischen McKinsey, zwischen Divell und der Senatskanzlei. Es geht um die Frage, steht der Senat immer noch zu der Aussage, es geht um die Frage, weshalb nur der regierende Bürgermeister diese Fragen hier beantworten kann. Und deswegen begründe ich die Herbeirufung. Es geht um die Frage, ob das Parlament belogen worden ist im Zusammenhang mit dieser Auftragsvergabe durch den Staatssekretär Böning. Es geht um die Frage, ob die Begründung für diese Auftragsvergabe und die Art und Weise nach wie vor eine ist, die der Senat teilt. Und es geht am Ende auch um die Frage, warum der Senat überhaupt einen solchen Auftrag vergeben hat, wenn die zuständige Senatorin eine solche Auftragsvergabe für nicht notwendig hält. Und es geht um die Frage, auch die kann der Natur der Sache nach nur vom regierenden Bürgermeister beantwortet werden, warum der Senat nicht die Souveränität besessen hat, wenn er denn beabsichtigt, in einer vielleicht ungewöhnlichen Situation etwas Ungewöhnliches zu tun und Divell und McKinsey zu beauftragen, warum er dann nicht im Vorhinein das Einvernehmen mit dem Parlament hergestellt hat, wie es ja auch möglich war, etwa beim Kauf der Bundesallee oder bei der Frage, wie werden eigentlich die Ausgaben für Flüchtlinge in den Haushaltsberatungen veranschlagt, sondern weshalb er versucht hat, das Parlament auszutricksen an dieser Stelle. Und es geht am Ende um die Frage, und auch die kann nur der regierende Bürgermeister beantworten, wer denn eigentlich diesen Senat steuert und wie denn eigentlich Regierungspolitik stattfinden kann in einer Situation, die offensichtlich davon gekennzeichnet ist, dass hier gegenseitig intrigiert wird, dass gegenseitig hier nur noch versucht wird, Revanche-Falls zu begehen und das eine oder das andere durchzustechen, aber kein vernünftiges Ergebnis mehr herauskommt. Das wollen wir hier in der Fragestunde thematisieren. Und es ist auch möglich, den regierenden Bürgermeister zu diesem Punkt herbeizurufen. Er befindet sich auf der Ministerpräsidentenkonferenz. Die findet statt in der Hiroshima-Straße in der Bremischen Landesvertretung. Soweit ich weiß, ist dort um 13 Uhr eine Mittagspause vorgesehen. Es ist also absolut möglich, dass wir die Fragestunde hier beispielsweise um 13 Uhr aufrufen und dann hier diese Fragen bereden können. Wir beantragen die Herbeirufung des regierenden Bürgermeisters. So, nochmal von den Regularien. Gemäß § 84 bedarf der Antrag der Unterstützung einer Fraktion oder mindestens 10 Abgeordneten. Das ist gegeben. Sie haben im Namen Ihrer Fraktion den Antrag gestellt. Über den Antrag entscheidet das Abgeordnetenhaus. Vor der Abstimmung ist die Beratung über den Antrag zu eröffnen. Redezeit gemäß § 64 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses bis zu 5 Minuten. Für die SPD-Fraktion Herr Kollege Schneider, bitte schön.